So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich hocke hier bei ziemlich niedrigen Temperaturen, deswegen sehe ich auch so ein bisschen sehr warm eingepackt aus. Ich bin es nämlich, habe nämlich schon ein wenig Husten, meinen üblichen Herbst- bzw. Frühwinterhusten. Je nachdem, wann die Kälte halt eben entsprechend kommt, geht das mit dem Husten los und darum habe ich mich etwas übertrieben warm angezogen. So, ich wollte ein bisschen gemütliches Palaver betreiben und zwar zum Thema Trinkfeld, Wander, Flaschen. Irgendwo so in diesem Bereich einzuordnen, also Outdoor-Flaschen auf gut Deutsch. Was ich jetzt ganz vergessen habe mitzunehmen, ist vielleicht eine der meistverwendeten, nämlich eine PET-Flasche, die man einfach wieder aufgefüllt hat. Ne? Also die stinknormalen 0,5 bis 1,5 bis 2 Liter sogar. Würde ich euch jetzt gerne in die Kamera halten, aber habe ich halt vergessen. Aber wir wissen alle, wie die aussehen. Das kann man selbstverständlich von draußen verwenden, kann man mitnehmen, kann man sich in den Rucksack werfen, kann man sich, je nachdem, ob der Rucksack irgendein System hat, um Flaschen dran zu befestigen, wie zum Beispiel hier diese Taschen, da passt so eine 1,5 Liter Flasche gerade noch so rein. Der Deckel geht nicht mehr zu, aber sie passt zumindest insofern rein, dass sie dann auch drin bleibt und dann auch gut getragen werden kann in dieser Form. Aber ja, ne, also viele Rucksäcke haben da irgendwelche Möglichkeiten, sowas dran zu befestigen. Und das ist mir auch persönlich beim Rucksackkauf durchaus wichtig, weil das die von mir bevorzugte Art und Weise ist, Wasser über ja, vor allen Dingen längere Touren zu transportieren. Also nicht nur Wasser, sondern potenziell auch Dinge mit Geschmack. Ja? Gut. Spricht da irgendwas gegen diese Dinger? Was ist da der Nachteil? Naja, der Nachteil ist, man kann sie nicht wirklich sehr, sehr lange benutzen, weil der verwendete Kunststoff auf die Dauer Weichmacher abgibt. Und das will man nach Möglichkeit nicht in größeren Mengen mittrinken. Und das ist halt alles nichts, was für langfristiges Wiederbefüllen, Wiederbefüllen, Wiederbefüllen gedacht ist. Der Hygienefaktor spielt irgendwann eine Rolle, die müsste man dann schon ordentlich auswaschen. Und selbst wenn man die ordentlich auswäscht, sind sie halt einfach nicht darauf ausgelegt, wiederverwertet zu werden. Ja? Also über einen sehr langen Zeitraum immer mit derselben Flasche, mit derselben PET-Flasche, dann ist das schon irgendwann ein bisschen eklig. Aber das ist so meiner Meinung nach der größte Nachteil. Ansonsten, die sind leicht, die kosten nichts quasi, maximal 25 Cent. Ich denke, das dürfte für die allermeisten von uns noch bezahlbar sein. Die sind relativ groß, sie sind durchsichtig. Durchsichtig ist ein Vorteil, weil man A weiß, was man reingetan hat, wenn man mehrere Sachen reintut, und B kann man die Durchsichtigkeit auch nutzen, um mit der Flasche selber Trinkwasseransprache zu machen, also Wasseransprache, ob es Trinkwasser ist, genau genommen. Ne? Weil wenn man das Wasser da reinfüllt und dann gegen das Licht hält, kann man wunderbar durch die Optik der Flasche, die durchsichtige Optik, erkennen, ob das Wasser eine Trübung aufweist oder nicht. Das sieht man in der Flasche abgefüllt erheblich einfacher, als wenn das Wasser so im Bach rumfließt. Und das ist also nochmal ein kleiner Zusatznutzen. Das gilt aber für jede transparente Flasche, dass man das damit machen kann. Wenn man gar keine transparente Flasche hat, kann man auch eine Plastiktüte nehmen. Wenn man das auch nicht hat, dann muss man sich irgendwas einfallen lassen, ja. Genau, so, ansonsten war es das im Grunde zur normalen PET-Flasche. Was auch nochmal ganz schön ist, will man wirklich eine langfristig benutzen und man verliert einen Deckel, dann kann man sich von irgendeiner anderen PET-Flasche auch entsprechend wieder einen Deckel besorgen und den Deckel wieder drauf machen. Die Öffnung ist relativ klein, das heißt, das Ding befüllen unterm Wasser, im Bach kann unter Umständen ganz schön umständlich sein und eine Weile dauern. Das ist nicht, kein Problem, das nicht lösbar wäre, aber das ist halt einfach so. Ja, da sind dann Flaschen, die eine besonders große Öffnung haben, sowas hier zum Beispiel, sind da einfach schneller voll und einfacher befüllbar. Und man kann theoretisch, solange sie leer ist, in der Flasche selbst auch noch Sachen transportieren. Das geht bei einer PET-Flasche halt alles im Grunde nicht. Ist sie leer, kann man sie, wenn man sie auch nicht mehr braucht und wenn sie jetzt notwendig sein sollte, eben auch im Platzbedarf komprimieren, dass sie also nicht mehr 1,5 Liter braucht, sondern deutlich weniger, indem man sie einfach zusammenknüllt. Vielleicht auch noch eine Option und eine Funktion, die mal kurz genannt sein sollte. Ja.
Ja, und da ich sie jetzt schon in der Hand habe, das hier, das ist eine Nalgene. Es gibt gefühlte 28 Varianten, die ich schon gehört habe, wie man bitteschön den Namen dieser Firma ausspricht. Jedes Mal schreibt mir auch irgendeiner in die Kommentare, was seiner Meinung nach richtig ist. Davon abgesehen, so begeistert bin ich davon eigentlich nicht. Ich hatte mal einen Gutschein eines namhaften Outdoor-Versand- und Einkaufshauses und wusste ums Verrecken nicht, was ich mir mit diesem Gutschein jetzt kaufen soll. Na, hätte gedacht, das klingt jetzt schöner. Und ja, dann bin ich irgendwann dabei rausgekommen, dass es doch ganz witzig wäre, so eine Flasche zu haben. Was ich genau damit tun will, war mir damals nicht so ganz bewusst. Was ich damit tue heute, ist mir auch noch nicht so ganz bewusst. Aber die ist es jedenfalls geworden. Manchmal ist sie ganz witzig. Was hat die für Vor- und Nachteile? Also Flaschen dieser Art, große Metallflasche, sage ich jetzt mal. Das ist ein Liter Fassungsvermögen. Man kann den Deckel vollständig abmachen, also auch mit diesem Schnürchen hier vollständig abmachen und dann kann man die Flasche eben so wie sie ist. Ist sie dann nur noch Vollmetall, Edelstahl übrigens, da kann man sich auch ziemlich sicher sein, dass der nicht irgendwas ans Wasser ab oder an alles andere, was man da reingibt, nichts abgibt, was irgendwie gesundheitsschädlich ist. Und damit wäre das also eine so gesehen sehr gesunde Flasche. Ja? Und die kann man dann in dieser Weise ohne Deckel und allem Bipapo auch ins Feuer stellen und den Inhalt direkt in der Flasche heiß machen. Drum hat die hier auch diesen schwarzen Rand, weil wenn ich die hier am Rucksack befestige, nachdem sie dreckig geworden ist im Feuer, dann muss man die hier mit so viel Druck und so viel Schmackes in die Seitentaschen reinpressen. Sie passt da schon rein. Ja, also ihr seht, es ist sau schwierig. Das liegt einfach daran, dass sie auf den Millimeter genau da reinpasst. Und damit reibt man sich dann jedes Mal, wenn man die da rein und raus steckt, den Dreck von der Flasche wieder ab. Und damit wird sie dann an den Stellen, die halt eben in der Hülle verschwinden, schneller sauber bzw. besser sauber. Ja, die hat einen sehr großen Hals, wie auch die Plastik-Nalgene-Flaschen oder Nalgene oder was auch immer, die ebenfalls Bauart gleich sind, nur halt eben mit wahrscheinlich einem anderen Strippe als dieser Strippe und mit einem anderen Material halt hergestellt werden. Aber dafür kann man die dann nicht ins Feuer stellen. Warum die normale Plastik-Nalgene eine gewisse Beliebtheit erfahren hat, ist mir ein ziemliches, bis auf einen wesentlichen Punkt, ist mir das dahingehend ein Rätsel, dass, wenn sie schon aus einer Plastikflasche säufst, die BPA-frei sein soll. Ja, kannst du machen, aber ich sehe da den Unterschied zur stinknormalen PET-Flasche eigentlich wenig, insbesondere wenn sie dann so eine normale Flaschenform in Anführungszeichen hat. Vielleicht liegt es am großen Deckel, ne? Aber es gibt auf dem Markt jede Menge Tassen, die passgenau über diese Flasche drüber passen. Ja, das ist kein Zufall. Diese Flaschen gibt es schon sehr lange. Die waren im Outdoor-Bereich schon immer sehr beliebt. Und als dann die ersten Outdoor-Metallkassen aufkamen, hat dann recht schnell jemand rausgefunden, dass es praktisch ist, wenn man die Tasse hier hinten drüber stülpen kann. Das sieht dann ungefähr so aus wie bei diesem System. Ja, also da haben wir auch eine Flasche, wo eine dazugehörige Tasse direkt drüber passt. Komme ich gleich noch zu. Und so sieht das dann halt eben entsprechend aus und dann hast du also Flasche und Tasche, Tasse in einem und das ist wohl wahnsinnig beliebt und vielleicht mit ein Grund, weshalb Tassen irgendwie eine Form haben müssen, dass man diese Flasche reinstellen kann. Will man dann eine größere Tasse bzw. einen größeren Kochtopf haben, dann hat das die Industrie das lange Zeit so gelöst, dass sie die Tassen einfach höher gemacht hat, aber weiterhin in einem Durchmesser gelassen, dass man diese doofen Flaschen da reinstopfen kann. Das finde ich schwachsinnig, weil eine Tasse, je höher sie wird, desto kleiner ist der Boden und da der Boden die Fläche ist, die man mit einem Kocher beheizt, wird das Ding umso ineffizienter zum Kochen, je höher es wird. Also relativ doof, meiner Meinung nach. Ja. Aber gut, die Tatsache, dass man das Ding einfach heiß machen kann, ist ganz lustig. Dass sie eine Metallflasche ist, führt dazu, dass sie auch recht lang die Hitze hält und man auch wirklich beliebig heißes Wasser reinfüllen kann. Dann kann man sie noch mit irgendwas umwickeln und sie sehr gut als Wärmeflasche für den Schlafsack verwenden. Also für viele Anwender dieser Metallflaschen ist das auch wirklich eine der Funktionen, die sie regelmäßig nutzen und die für sie auch eine Rolle spielt. Eben diese Wärmflaschenfunktion für den Schlafsack oder auch nicht im Schlafsack.
Schlaf, sag einfach morgens im Lager, wenn man einfach nochmal einen schnellen, warmen Gegenstand haben möchte, wenn man zum Beispiel sehr viel kalte Hände hat oder kalte Füße oder sonst wie, dann kann man ja auch die Flasche vor sich legen und die Füße so draufstellen, links und rechts, und hat man einen automatischen Fußwärmer. Oder vielleicht auch für abends im Lager, kurz bevor man in den Schlafsack geht, um die Füße nochmal ein bisschen warm zu bekommen. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten, was man mit dem Teil tun kann. Offensichtlicher und gravierender Nachteil, weshalb das Ding für mich eine Mal mitnehmen, wenn man genau weiß, was man damit vorhat, Flasche ist und bleibt und nicht mit auf Tour kommt, weil die ist schweineschwer. Also es ist die mit Abstand schwerste Flasche von allen Dingern, die ich jetzt dabei habe, und wiegt locker mal das Doppelte bis das Dreifache von anderen nicht leichten Flaschen, und im Vergleich mit einer normalen PET-Flasche ist das quasi lächerlich, was das Ding wiegt, wenn man bedenkt, dass sie ja nur 1 Liter Volumen hat. Ich glaube 270 oder Gramm oder sowas hat die allein, ne? So, dann aus aktuellem Anlass diese Flasche. Das ist, also ich zeige euch nur Sachen, die ich selber habe. Was ich nicht habe, kann ich nicht vorzeigen. Was ich nicht ausprobiert habe, kann ich nichts zu sagen. Die ist dahingegen cool, dass man hier einen Karabiner dranhängen kann. Und hier haben wir leider einen Besucher. Hallo Besucher. Ich würde Besucher mal wieder in den Wald schicken. Danke. So, Besucher weg. Ja, und mit diesen Karabinerhaken, das ist dahingehend cool, die mag ich deswegen persönlich sehr gerne, dass man sich die einfach an den Gürtel hängen kann, wenn man vorhat, jetzt einfach eine Runde spazieren zu gehen im Wald oder auch abends im Lager oder auf einer Trainingtour beschließt, man macht jetzt noch einen Abendspaziergang. Ist ja eine Tradition von mir, dass ich die gerne, gerade wenn ich nicht ganz K.O. bin von der Tagesetappe, dann mache ich abends noch gerne eine Runde um den Lagerplatz und schaue mal, was es dann noch gibt. Vielleicht gibt es noch irgendwelche interessanten Details, die man noch gar nicht gesehen hat. Und wenn man dann noch was zu trinken mitnehmen möchte für so einen kleinen Ausflug oder wenn man einen kleinen extra Gipfel besteigen möchte in der Mittagspause oder entlang des Weges, gibt es noch einen extra Berg, auf den man rauf könnte und will seinen Rucksack gar nicht mitnehmen, dann lässt man den unten am Fuß dieses Berges liegen, will aber was zu trinken mitnehmen. Ja, und dann ist es cool, wenn man eben eine Flasche hat, die die Option bietet, sich einfach am Gürtel befestigen zu lassen. Klar, es gibt solche Gürtelclips, auch für stinknormale PET-Flaschen. Da müsste man also nur einen zusätzlichen Gürtelclip mitnehmen und könnte eine PET-Flasche am Gürtel festmachen. Ist auch eine coole Lösung. Aber diese Feldflaschenoptik, die ist halt schön. Ja, das kann man wirklich mögen. Zum Hersteller Wildo, das ist eine schwedische Firma, die für die schwedische Armee auch jede Menge Armeezubehör herstellt. Das da ist jetzt schon eine zivile Flasche, aber könnte eigentlich auch eine militärische Trinkflasche sein, also von der Form und vom Design her und auch vom Hersteller her ist die schon sehr militärisch angehaucht. Wer also Militärfeldflaschen mag, der ist mit dem Ding sicherlich auch ganz gut bedient. Es gibt auch viele Militärflaschenhüllen für militärische Feldflaschen, da hätte ich hier nochmal ein Beispiel. Die hier passt jetzt speziell nicht, aber viele Flaschen, die solche Hüllen haben, die passen dann auch auf die Wildo Flasche, und die Wildo-Flasche hat halt den Vor- und den Nachteil, je nachdem worum es geht, dass sie aus Kunststoff ist. Vorteil, damit ist sie vergleichsweise leicht, vergleichsweise unempfindlich gegen Rost, also wenn man da mal was Nasses drin vergisst, dann rostet das nicht. Bisschen umständlich ist dieser Deckel, den man nicht ganz abmachen kann. Weil dadurch, dass man den nicht ganz abmachen kann, hängt der einem immer irgendwo im Gesicht, wenn man da draus trinkt. Es sei denn, man trinkt so. Das ist auch doof. Oder so. Aber das ist alles ziemlich umständlich und von der Haptik und Bedienung her macht sie dann nicht so viel Spaß. Aber dadurch, dass an den Gürtel hängbar. Die hat 0,7 Liter Volumen, also auch eine gute Menge, dass man auch mal für eine ordentliche Wanderung was zu trinken dabei haben kann. Ich habe übrigens Durst. Und wenn man dann nicht wie ich kohlensäurehaltige Dinge einfüllt, sondern immer nur schön Wasser, dann hat sie hier auch noch so eine kleine Aussparung, die dafür gedacht ist, dass sich das der Kurve unserer Hüfte anschmiegt. Also wenn wir sie mit dem Karabiner
an der Seite unserer Hose festmachen, dann legt sie sich mit dieser Kurve eben recht gut an den Körper und schwingt ein bisschen weniger hin und her beim Laufen und wackelt ein bisschen weniger. Oder man kann sie durch diese Kurve ganz gut in eine Beintasche reinstecken, weil sie sich damit dann dem Bein anschmiegt. Und wenn man eine Hose mit großen Beintaschen hat, Militärhosen haben das zum Beispiel häufiger, Wanderhosen haben das auch häufiger, dann passt sie eben auch gut in eine wirklich große Hosentasche. Der Deckel ist dicht bei Wasser, der Deckel ist dicht bei Tee, der Deckel ist nicht hundertprozentig dicht, wenn man so wie ich kohlensäurehaltige gefärbte Wasser da einfüllt. Das muss man einfach wissen. Kostenpunkt nicht teuer. Weiß nicht mehr was genau. Ah, muss man auch dazu sagen, Kostenpunkt schon ein bisschen Geld. Ist jetzt nicht so, dass man jetzt arm wird, wenn man sich so ein Ding kauft, aber vergleichsweise teuer verglichen mit den anderen Flaschen, die es da so als Möglichkeiten gibt, insbesondere in Form von der PET-Flasche, die quasi nichts kostet. Ne? Ja, was uns in Hinblick auf die Taschenflasche zu diesem Ding hier bringt, das ist einer meiner persönlichen Favoriten. Das ist die US-Piloten-Taschenflasche. Ob das jetzt noch ein Originalbestand oder ein Nachbau ist, konnte ich nicht feststellen. Aber Idee war, dass der Pilot so ein Ding in der Tasche hatte, um warum auch immer. Ne? Vielleicht, wenn er mit dem Fallschirm runter muss, damit er eben was zu trinken für die erste Zeit hat, nachdem er mit dem Fallschirm abgestürzt ist im Rahmen von irgendwelchen Survival-Aktivitäten. Wird sehr gerne auch im Outdoor-Bereich als Spiritusflasche verwendet. Gibt auch spezielle Spiritusflaschen der Schweizer Armee, die fast so aussehen wie die Dinger. Das sind aber dann wirklich Spiritusflaschen, steht auch so irgendwie drauf. Schwedische Armee, Entschuldigung. Das, bei diesen Armeen ist das immer nicht so einfach. Die haben einen ganz einfachen Deckel, der von der PET-Flasche sein könnte. Man kann also mit einem PET-Flaschendeckel das Ding notdürftig ersetzen, sage ich jetzt mal notdürftig, weil das Gewinde ist ein anderes, wie man hier vielleicht sehen kann, dass bei einer PET-Flasche noch mal ein Ticken anderes Gewinde da drin ist. So ein Dichtungsplastik, das kann man sicherlich auch ersetzen, wenn man dann ein bisschen handwerklich begabt ist, damit der Deckel dann auch immer schön dicht bleibt. Auch für diese Flasche gilt, mit Wasser ist sie dicht, mit kohlensäurehaltigen Getränken nicht so sehr. Und sie hat auch wieder so eine bauchige Form, konkav, so heißt das. Genau, das hier ist konvex, hier oben, und das da ist konkav. Also eine Konvex-Konkav-Flasche, die man eben so wunderbar in eine Beintasche einer Hose oder auch in die Brusttasche eines Mantels oder Ähnliches stecken kann, weil sie sich so halt den meistens doch halbwegs rundlichen Formen eines menschlichen Körpers anzupassen in der Lage ist. Ja, und das trägt sich sehr, sehr angenehm in der Tasche. Insbesondere wer solche Bundeswehrhosen trägt, hier so wie ich, diese berühmten Moleskin-Hosen beispielsweise, da passen diese Dinger ganz hervorragend in die Beintaschen. Eine links, eine rechts, hast einen Liter zu trinken und brauchst keinen Rucksack mitschleppen. Und für mich persönlich auch ein großer Vorteil, wenn man auf Konzerte geht, die keine besondere Kleidung voraussetzen und bei denen man am Eingang nicht durchsucht wird, ob man irgendwelche Getränke reingeschmuggelt hat. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das viele Leute gibt, die zu solchen Konzerten gehen, die also groß genug sind, dass sie stattfinden und klein genug, um so eine Eingangskontrolle zu haben und einen besonderen Dresscode zu haben. Aber dann kann man zu solchen Veranstaltungen noch was zu trinken mitnehmen. Ich persönlich, bei mir sind es weniger Konzerte, bei mir sind es meistens irgendwelche Dia-Vorträge, klassisch. Multivision heißt es heutzutage. Und da auch da die Getränke ziemlich teuer sind. Ich unterstütze ja gerne den Vortragenden mit dem Eintrittspreis, aber dann 3 € für eine winzige Flasche Wasser auszugeben, sehe ich nicht ein. Es ist Wasser. Das gibt es auf dem Klo gratis und wenn man eine Flasche dabei hat, kann man es da wieder auffüllen, nicht aus der Schüssel. Ja. Also richtig cool, so als Taschenflasche wirklich, wirklich sehr zu empfehlen. Wenn man da mal was reingemacht hat, was die Flasche verdreckt, dann kriegt man sie nie wieder sauber. Das heißt, man sollte, habe ich auch die Erfahrung gemacht, hier wirklich nicht zuckerhaltige andere Getränke
als Wasser einfüllen, Kräutertee geht. Wäre ich aber auch vorsichtig, dass der nicht allzu lange da drin bleibt. Der enthält auch gewisse Extrakt- und Gerbstoffe, die da einen Geschmack hinterlassen können. Wenn man das nicht haben möchte, dann ist das eine Wasserflasche und zwar nur und ausschließlich Wasser. So, das ist vielleicht auch nochmal ein Vorteil, den man hier erwähnen sollte. Die kannst du reinfüllen, was du lustig bist, ist völlig egal. Geht alles. Und der Deckel ist übrigens auch dann dicht, wenn man Kohlensäurehaltiges einfüllt. So, ganz was anderes, Wassersack. Das ist jetzt ein Beispiel von Hydrapack. Hydrapack ist ein, designed in California, made in China, Gegenstand. Und weißt, also diese Seeker-Modelle, den gibt es in verschiedenen Größen. Der hier nennt sich, das ist eben ein Hydrapack Seeker-Sack, hat diverse Befestigungsmöglichkeiten, hier eine Öse für eine Schnur oder ein Gurt, hier eine Öse für eine Schnur oder ein Gurt. Damit lässt sich das Ding zum Beispiel unter einem, wenn der da jetzt irgendwelche Packriemen hätte, dann könnte man das hier unter einem Rucksack festmachen und hätte so noch die Möglichkeit, eben zusätzlich, wenn man sich dem Lager nähert, den leeren Sack mitzuschleppen bis zur letzten Wasserquelle vorm Lager. Und fürs Lagern und über die Nacht braucht man, und auch zum Kochen, braucht man dann eben viel Wasser und kann diesen Sack, der quasi leer nichts wiegt, ich glaube 30 Gramm irgendwie sowas, also wirklich fast nichts, kann man leer transportieren mit minimalstem Packmaß. Das ist jetzt gar nicht so klein, das liegt daran, dass noch Luft drin ist. Wenn man dann keine Luft mehr drin ist, wird das Packmaß wirklich ziemlich minimal und und ist sehr robust vom Material her. Das ist also wirklich ein sehr, sehr robuster Kunststoff. Die garantieren auch, dass das da keine Lecks und Undichtigkeiten gibt. Habe ich bisher auch nicht. Ich benutze ihn jetzt seit ungefähr einem halben Jahr. War bisher eigentlich immer alles schön dicht. Beim Einfüllen wird der Sack halt außen nass. Das lässt sich nicht vermeiden. Das ist ein bisschen Feuchtigkeit. Sollte man dann nicht in Verbindung mit sehr feuchtigkeitsempfindlichen Dingen in dieselbe Tasche packen. Vielleicht. Aber hier oben hat er auch nochmal, zack, so eine Lasche, da kann man auch wunderbar noch einen Karabiner dran festmachen und dann kann man, wenn man nur Wasser gehen holen möchte, ohne einen Rucksack, zum Beispiel irgendwo weiter weg vom Fluss gelagert hat, aber dann nochmal zum Fluss geht, um Wasser zu holen, kann man sich den wunderbar mit dem Karabiner auch an der Hose festmachen, dass man den Rucksack nicht nochmal aufsetzen muss, weil man dann eher nur einen Trekkingrucksack im Regelfall dabei hat und nicht noch einen kleinen extra Rucksack oder sonst irgendwie. Also das funktioniert sehr, sehr angenehm und selbst wenn man keinen Karabiner dabei hat, der trägt sich auch ganz lustig, da man hier einfach ein Fingerchen durchschlauft und ihn dann in einem Finger durch die Gegend schleppt, geht ganz gut. Ja? Und dafür bleibt das Gewicht trotzdem sehr, sehr gering. Ist leicht transparent, man sieht also, was drin ist. Man kann aber jetzt keinen Trübheitstest bei Wasser durchführen. Entschuldigung. Öffnungsgröße ist so mittel, ist mehr als eine PET-Flasche, wie man sieht. Ist weniger als so eine Weithals Flasche wie dieses Ding hier, aber wenn man den wirklich direkt unter Wasser hebt, dann ist er recht schnell voll, hat 2 Liter in dieser Form und das Blöde ist halt, das ist ein Standard Hydrapack Gewinde. Hydrapack oder Hydrapack hat halt eben nun mal Gewinde, die diese Größe haben. Da gibt es im deutschen Einzelhandel keinen Deckel, der da drauf passt von irgendeiner anderen Flasche. Heißt, wenn der Deckel hier weg ist, dann kann man sich einen Ersatzdeckel bestellen. Noch ein kleiner Zusatznutzen ist, dass der Katadyn P-Free Wasserfilter auch dieses Gewinde verwendet, dieses hier, und passt dann damit auf jeden dieser Hydrapack-Säcke drauf. Wer also zufällig sowieso ein Katadyn P-Free als Wasserfilter verwendet oder unter anderem einen verwendet und so einen Sack dann sich noch zulegen will, da hat halt die Möglichkeit, den Wasserfilter direkt anzuschließen. Ist ganz schön. Ein Nachteil, hier kann man keine super heißen Dinge einfüllen. Ich glaube, das geht bis, stand mal irgendwo drauf, ja, bis maximal 60 Grad heiß. Also als Wärmflasche, gut, wenn du wirklich 60 Grad abschätzen kannst und 60 Grad heiß machst, das kann man aber draußen im Regelfall nicht messen, weil man wird keinen Thermometer für Wassertemperaturen, die man gerade im Topf hat, dabei mitgeschleppt haben, normalerweise nicht, dann wärmt das schon noch, klar, auch 40 Grad warmes Wasser ist noch warm und würde einen gewissen Wärmeeffekt haben, aber das wird natürlich viel schneller wieder kalt, als wenn man wirklich kochendes Wasser in so ein Ding füllt und dann so lange Klamotten drum wickelt, bis es halt angenehm sich anfühlt, und also unempfindliche Klamotten wohlgemerkt,
und, ja. Wisst ihr, was ich meine, ne? Packmaß eben ungeschlagen, Gewicht ungeschlagen ist in Sachen Leichtigkeit durchaus mit der PET-Flasche vergleichbar. Und ja, die Form ist natürlich ein Thema. Wenn man den nämlich nicht ganz voll transportiert, sondern halb voll, dann hat man hier ein wunderbares Glucker im Rucksack. Das kann nerven. Ja? Also drum, für mich ist das immer nur dann eine Option, eben am Abend, um noch einmal Wasser voll zu machen, vorm Lagerplatz, um im Lager viel Wasser zu haben und hier drin nicht großartig lange über lange Strecken was zu transportieren. Beziehungsweise, wenn ich hier drin was transportiere, dann so, dass ich erst all meine anderen Wasserreserven trinke. Also meistens habe ich 2 PET-Flaschen und den Sack. Das ist so derzeit mein, im Sommer zumindest. Also wenn ich wirklich auch viel Wasser brauche und weiß, ich brauche die Liter, die Kapazität, um die Liter auch zu transportieren. Dann läuft das so ab, dass ich die PET-Flaschen leer mache. Der Sack bleibt voll. Irgendwann sind die leer. Dann fülle ich den Sack auf die Flaschen um. Dann ist der Sack wieder leer. Gluckert nicht. Und die Flaschen gluckern halt eben auch im halbgefüllten Zustand nicht besonders. Insbesondere, wenn man sie stehend außen am Rucksack, zum Beispiel an dem, ne? Nur immer Rucksack, nur als willkürliches Beispiel, weil ich den halt gerade dabei habe. Das ist auch eine ganz angenehme Variante. Das wäre jetzt so meine bevorzugte. Kochen kann man hier drin natürlich nichts. Man kann hier auch keine besonders passende Tasse drüber stülpen, beziehungsweise vielleicht schon, aber das wäre dann eine ganz komische Tasse. Und ja, Zusatzfunktion wenig. Ja, wenig. Direkt draus trinken ist auch gar nicht mal so komfortabel, weil wenn man das Ding hier unten greift und will dann da trinken, dann macht es natürlich wupp und es kommt alles raus. Grundsätzlich sowieso nachts, wenn man noch eben einen Schluck trinken will aus dem Wassersack, muss man wirklich aufpassen, dass man sich da nicht den ganzen Inhalt sonst wohin kippt. Und auch beim Abfüllen in andere Gefäße immer vorsichtig sein, weil das Ding ist halt, wo du drückst und es kommt ein Schwapp oben raus. Ein bisschen nervig. Achso, und er hat noch eine Skala von 0 bis 2000 Milliliter. Sodala, hier haben wir jetzt das nächste Exemplar. Oh, ich sollte einen Handschuh nochmal anziehen, das wird sonst doch schnell kalt an der Pfote. Das ist das Modell Schweiz, auch wieder eine militärische Trinkflasche mit Becher in diesem Fall. Ja? Also Becher-Flaschen-Kombis sind einfach lustig. Die machen Freude, das nimmt man irgendwie gerne mit und verkauft sich ja auch super. Und es gibt ja nochmal, ich habe es ja nochmal die Anekdote ja schon erzählt, ganz viele Leute, die ihre Flasche, damit eben eine Flaschen-Becher-Kombi möglich ist, entsprechend wählen. Kann man machen, muss man natürlich nicht. Oder man nimmt einfach das Ding. Gebrauchtes Militärzubehör heißt, die ist original wirklich so mal im Einsatz gewesen. Dieses Exemplar habe ich jetzt erst seit kurzem. Ich hatte davor mal eine deutlich länger im Einsatz, die ist abhanden gekommen, keine Ahnung wo. Chaos bestimmt durchaus die nicht so halbe Hälfte meines Lebens. Egal, jedenfalls, wo Frau nicht tätig ist, daher gehen Dinge mal hin und wieder gerne verloren. Daher recht neu. Deshalb kann ich auch noch sagen, was die gekostet hat. 6 Euro. Tipptopp in Ordnung, also Zustand gebraucht, ja, aber sehr, sehr gut. Man findet, dafür kann jetzt aber der Händler nichts, wenn man sich hier die Kappe genau anguckt, da noch ein bisschen Dreck. Die müsste man halt einfach auf gut Deutsch nochmal ordentlich sauber machen. Habe ich auch noch gar nicht gemacht. Aber grundsätzlich ist das Design sehr, sehr schön, dass die mehr so länglich ist, nicht unglaublich breit, nicht sonst wie. Sie ist recht groß, da passt circa 1 Liter rein. Ich glaube auch ziemlich genau 1 Liter, weiß ich gar nicht exakt. Hab's nie. Jedenfalls, schön ist natürlich, dass Flasche und Becher eine Einheit sind. Die Flasche selbst hat hier noch so Riffelgedönse, dass wenn man den Becher drin ist, dann hebt das auch. Ja? Klappert auch wirklich nur bei intensiven Klappern im Rucksack, merkt man da nichts. Also wenn die dann im Rucksack wirklich fest verbaut ist und mit ein bisschen Druck, dann klappert nichts. Und das ist dann auch wirklich sehr, sehr cool. Da kluckert auch nichts in der Flasche, zumindest nicht, solange sie voll ist. Und wenn sie dann nicht mehr voll ist, dann hält sich das Geklucker auch sehr, sehr in Grenzen. Zumindest bei dem Vorgängermodell, wie gesagt, die hier neu. Die Idee ist, hier Wasser drin, Wasser da rein, das da auf dem Kocher. Ja, der hat sogar noch schöne Griffe, der Becher.
Und dann kann man sich da entsprechend was heiß machen, hier noch eventuell Zeug reinwerfen, was die Natur so zu bieten hat oder was man halt dabei hat, und kriegt dann ein Heißgetränk zustande. Der Becher ist auch noch erstaunlich sauber für so einen gebrauchten Gegenstand. Da habe ich also wirklich Glück gehabt und fast überhaupt nicht verbeult. Dass das Original Schweizer Militärware ist, kann man hier an dem eingeprägten, ich hoffe, man kennt das halbwegs, ich sehe es nämlich gerade selber nicht so richtig, aber an dem eingeprägten Kreuzlein erkennen. Da ist das Schweizer Kreuzlein drauf und ein J99. Das wird wahrscheinlich im Jahre 1999 dann hergestellt worden sein, aber da kenne ich mich jetzt nicht aus. Ich habe zwar Connections zum Schweizer Militär, war da aber nie aufgrund von Staatsbürgerschaft, ne? Logischerweise. So, ja. Problem, was man kurz erwähnen sollte, finde ich der Vollständigkeit halber, das hier ist ein Alubecher. Der wiegt zwar sehr wenig, der ist wirklich erstaunlich leicht. Titanbecher dieser Wandstärke wäre nochmal ein Ticken leicht, beziehungsweise ein Titanbecher hätte nochmal eine geringere Wandstärke und wäre damit dann vielleicht noch ein bisschen leichter, aber der wiegt wirklich fast gar nichts. Also das ist ein super, super leichtes Becherchen. Diese längliche Form, das kann man mögen, das muss man nicht mögen, das funktioniert jedenfalls ziemlich gut, um damit irgendwas heiß zu machen, aber Alu. Ja, Alu ist so eine Sache, da gibt es inzwischen jetzt nach wie vor nicht eine einheitliche Meinung, aber doch die eine oder andere, sage ich jetzt mal, vertrauenswürdige Studie zu dem Thema, die nicht unbedingt immer in jedem Bereich ganz super toll gemacht ist. Aber was können wir jetzt zur Gesundheitsschädlichkeit von Alu aus wissenschaftlicher Sicht aktuell sagen? Ja, ist es wahrscheinlich ab Konzentration X. Ja, also bei einer täglichen Aufnahme von so und so viel Alu wird es irgendwann zu einem Thema. So, was muss man tun, wenn man diese tägliche Menge an Alu zu sich nehmen möchte? Täglich einen säurehaltigen Zitronentee, einen großen Becher davon aus dieser Tasse schlürfen. Dazu noch ein aluhaltiges Deo verwenden und noch sich aluhaltige Kosmetik ins Gesicht schmieren und aluhaltige Nahrungsmittel. Da gibt es auch ein paar, die mehr Alu enthalten als andere. Zum Beispiel, ich glaube, Hülsenfrüchte enthalten relativ viel Alu. Ja, wenn man das alles gleich am gleichen Tag macht, dann schafft man es wahrscheinlich schon, eine entsprechende Aluminiumdosis zusammenzubekommen, die dann gesundheitsschädlich langfristig gesehen wäre. Ja? So, die Dosis macht das Gift. Dass Alu nicht gesund ist, gar keine Frage. Ja, aber es kommt halt wirklich sehr darauf an, wie viel man davon abbekommt. Aluminium ist auch überall im Boden vorhanden. Sprich, jedes Tier, das irgendwas futtert, das im Boden gewachsen ist, nimmt damit immer eine gewisse Menge Aluminium zu sich. Inklusive uns, wenn wir normales Gemüse essen, da ist auch Alu drin. Und wie gesagt, eben Hülsenfrüchte enthalten sogar erstaunlich viel von dem Zeug. Zum Beispiel, ich glaube, es waren Hülsenfrüchte. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich habe mich jetzt nicht auf Alu vorbereitet, weil ich über Becher und Flaschen reden wollte. Aber also de facto kann man schon mal machen, insbesondere an Tagen, wo man sonst nicht weiter mit großen Alu-Exposition rechnen muss. Und wenn man das wirklich ganz, ganz vermeiden möchte, weil man irgendwie Angst vor Alu hat, mehr als man aus wissenschaftlicher Sicht müsste, kann man ja auch haben, ist auch kein Problem, tut niemandem weh, dann gilt hier drin nur Wasser, keine säurehaltigen Dinge und nichts Salziges zubereiten. Ja? Also, was heißt nur Wasser? Du kannst auch einen nicht säurehaltigen Tee mit meinetwegen ein paar Fichtennadeln oder ähnlichem, Douglasiennadeln, wäre noch besser, schmeckt besser, da drin machen und dir den hinter die Rübe gießen, da passiert auch überhaupt nichts. Lediglich, wenn es eben Salzwasser ist, zum Beispiel Nudeln kochen in Salzwasser, kritisch, da kommt dann einiges an Alu vom Material ab. Ne? Salz löst, da löst sich das dann drin. Oder eben bei stark säurehaltigen Sachen, da löst sich dann auch das Alu, insbesondere wenn man es dann tun auch noch heiß macht, damit es sich dann besonders gut löst, das Alu. Ja? Also das kann man beides machen, da geht die Welt nicht unter, das bringt einen nicht um, das hat auch wahrscheinlich, das hat mit ziemlich hoher Sicherheit keine nennenswerten Spätfolgen, wenn man das mal macht, aber langfristig ist ein Thema. Ja? So, das zum Alu-Geschirr.
Kommt halt auch wirklich immer sehr drauf an. Auch kommt es drauf an, ob man das Zeug im Alugeschirr zubereitet oder dann hinterher nur kurz mal eben aus dem Alugeschirr trinkt. Das spielt auch nochmal eine Rolle. Ja? Also angenommen, du hast hier einen Zitronentee drin oder Cola, ist ja auch super sauer. Ja? Und gießt dir die Cola zum besseren Trinkerlebnis hier vorher rein und trinkst die dann sofort. Da hat die gar keine Zeit, da großartig Alu abzulösen. Das sind die Mengen, die da zustande kommen, auch wirklich vernachlässigbar. Spielt überhaupt keine Rolle. Also wenn wir uns von jedem Gift fernhalten wollten, wir müssten uns irgendwo in der Gummizelle einschließen und immer schön den Kopf gegen die Tür. Bim, bim, bim. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man sich von jedem Stoff in der Umwelt fernhalten kann, der möglicherweise vielleicht eventuell ein kleines bisschen gesundheitsschädlich sein kann. Also für mich ist das kein Problem. Aber gesagt haben wollte ich es halt trotzdem mal. Da wir gerade über gesundheitliche Aspekte reden, was ist denn mit dem Kunststoff? Ist der BPA frei? Ja, und zum berühmten BPA an dieser Stelle ein kleiner Exkurs. Also das Zeug nennt sich eigentlich Bisphenol A und ist eben in Kunststoffen, die insbesondere in der Lebensmittelindustrie direkten Kontakt zu Lebensmitteln haben, also sowohl in Tupperdosen und durchaus in verschiedenen alten Trinkflaschen vorhanden. Das Zeug selber ist eigentlich als Endprodukt, also der Kunststoff mit dem BPA drin, inert chemisch gesehen, das bedeutet reagiert mit nichts und sollte dann damit eigentlich auch unkritisch sein, aber das BPA selbst kann sich aus dem polymeren Kunststoffgemisch, das eben unsere Flasche hauptsächlich darstellt, auch wieder rauslösen, und zwar insbesondere dann, wenn der Kunststoff mit Stoffen in Verbindung kommt, die eine hohe chemische Reaktionsfähigkeit haben, heißt eine einfache Wasserflasche, die man wirklich nur für Wasser verwendet, die Chance, dass sich da BPA rauslöst, ist sehr gering. Nicht unmöglich, aber sehr gering. Anders schaut es aus, wenn man in seine Flasche dann halt Säuren oder Laugen hineinfüllt, sprich sehr saure Getränke. Das ist ja durchaus nicht unrealistisch, insbesondere zum Beispiel in meinem Fall. Oder noch schlimmer, kochendes Wasser, das einfach durch die hohe Temperatur dann viel größere Möglichkeit hat, Sachen aus der Umgebung zu lösen, sage ich jetzt mal. Und dazu gibt es eine Studie, die zum Beispiel festgestellt hat, dass kochendes Wasser die Rate der BPA-Freisetzung aus dem Kunststoff um das 55-fache erhöht. Das ist dann also schon ordentlich. Gerade wenn man es mit klaren Kunststoffen zu tun hat, wie eben der Standard Trinkflasche, PET-Flasche aus dem Supermarkt, dann ist ein Zeichen dafür, dass hier jetzt BPA freigesetzt worden ist oder andere Stoffe freigesetzt worden sind, die aber alle nicht besonders gesund sind, wenn die Flasche eben nicht mehr klar ist und sich zu trüben beginnt, das sollte einen dann immer ein bisschen nachdenklich stimmen und dann sollte man die Flasche nach Möglichkeit auch recht zeitnah ersetzen, nach Möglichkeit sogar sofort. Ja, also BPA ist ähnlich wie Alu vor allen Dingen immer dann ein Thema, wenn wir säurehaltiges, salzhaltiges und ähnliches in unserer Flasche aufbewahren wollen, und dass BPA sehr schädlich ist, weiß man jetzt seit ein paar Jahren. Bei sehr alten Flaschen kann es also schon noch sein, dass der Kunststoff noch BPA-haltig ist. Als simple Wasserflasche nicht schlimm, beziehungsweise, nicht schlimm ist zu viel gesagt, zu wenig gesagt. Mit einem geringen Risiko behaftet, sage ich jetzt mal. Und bei moderneren Flaschen ist das Zeug nicht mehr drin. So, im Beispiel, das wir hier sehen, also nochmal in diesem Foto, definitiv BPA-frei sind Flasche ganz links außen. Die uralt Militärflasche, die ist nämlich rein aus Alu. Dann die Wildo Militärartige Trinkflasche ist BPA-frei. Die US-Pilot Flasche soll angeblich BPA-frei sein, da kann ich es aber nicht beschwören. Garantiert auch BPA-frei ist der Trinksack von Hydrapack und logischerweise auch die Edelstahlflasche von Nalgene. So, und damit weiter im Text. Die Flasche hier ist von, also der Becher zumindest, ist von 99. Kann
kann sein, dass der Kunststoff möglicherweise vielleicht nicht BPA-frei ist. Ich weiß es nicht. Achso, und die hat übrigens noch ein Sonderfeature, nämlich so einen Nuckel. Ja, Nuckelverschluss, wo man dann eben entsprechend sich mit diesem kleinen, einfach Auf- und Zuschlüssel-Verschlüsslein hier sehr schnell an sein Wasser rankommen kann. Ist also so ein Sportverschluss. Das wäre auch was ich mal noch ausführlich in Desinfektion einlegen würde, weil ich halt nicht weiß, welcher Mensch da mein Vorbesitzer gewesen ist und das vielleicht nicht schaden kann, das nochmal ordentlich sauber zu machen, bevor man das dann weiter nutzt. Aber an sich ist diese Flasche wirklich extrem cool und eine tolle Kombination, mit der man sicherlich auch viel Spaß draußen haben kann. Und es ist ja auch nichts für, du trinkst den ganzen Tag, 365 Tage im Jahr nur aus dieser Flasche. Das wird ja dann nicht passieren. Und für 6 Euro, sehr guter Preis. Ausgezeichneter Preis sogar. Ja, und da wir dann schon bei den historischen Flaschen sozusagen sind, gibt es hier auch noch das Modell, ich glaube aus Tschechien oder Polen, das weiß ich leider gar nicht mehr, alte Alu-Trinkflasche, da ist die Trinkflasche selbst aus Alu, solange man da nur Wasser reinmacht, ist das auch kein Problem. Ja, das ist, wie gesagt, das ist dann völlig harmlos, Wasser selbst, da löst sich kaum was vom Alu, was da irgendwie eine Rolle spielt. Außerdem, unbehandeltes Alu bildet auch auf der Innenseite eine Oxidschicht, die dazu führt, dass, wenn du da nicht mit Säure oder Salz rangehst, dass sich überhaupt kein Alu mehr ablöst. Diese Schicht sorgt schon dafür, dass man da so safe ist. Man kann da bedenkenlos draus trinken, so viel und so oft und so lange man möchte, auch an Tagen, wo man sonst viel Alu abbekommen hat, das spielt überhaupt keine Rolle. Also das wäre nur noch mal wichtig. Nichtsdestotrotz ist die Flasche aufgrund ihrer relativ dicken Wandstärke nicht mit einem besonders großen Volumen ausgestattet, aber sie hat halt wirklich, man sieht ihr halt an, dass sie von Anno Dazumal ist, ne? Mit Lederbändern, mit diesem sehr funktionalen, aber alten Karabinersystem, mit dem sie sich am Hosenbund befestigen lässt, mit diesem tollen Mäntelchen drum. Ich mache das Mäntelchen mal ab, damit ihr das dann mal ohne Mäntelchen sehen könnt. Und es ist ja so eine Sache, ja. Also die Leute, die damals angewiesen waren, mit sowas rumzurennen als einzige Ausrüstung, die werden da nicht besonders begeistert von gewesen sein. Das ist mit den meisten Standard-Militärausrüstungsgegenständen so. Die sind praktisch aus Nostalgiegründen lustig für den Einsatz im heimischen Wald, wenn du da mal eben nur ein bisschen reinläufst. Wenn man sie über einen 40-Kilometer-Marsch schleppen muss, machen sie keinen Spaß mehr. Ja, das muss man sich also auch immer klar machen. Aber als Zivilist muss man ja keinen 40-Kilometer-Marsch machen, zwingt einen keiner zu, ist auch gut so. Und dann können sie also schon für den stationären, plus minus stationären, mit ein bisschen Wandern Gebrauch ganz lustig sein. Und ich persönlich habe eben also mit dieser Flasche zum an den Gürtel hängen beim mal eben kurz ein bisschen in den Wald und zwischendurch mal 3-4 Schluck zum Trinken zu haben, habe ich mit dem Ding wirklich, wirklich Spaß. Ja, die kann man vererben, die, wenn sie nicht sowieso noch aus dem Krieg stammt, ich weiß es nicht, ich habe keinen Schimmer, könnte sie theoretisch durchaus tun, ist jedenfalls völlig unzerstörbar, wirklich eine dicke Wandstärke, die verformt sich auch nicht. Sie ist auch leicht konkav, konvex, also ähnlich wie die Taschenflasche hier, sodass man sie auch wunderbar eben in der Tasche, in der Seitentasche der Hose transportieren kann, wenn man sie sich nicht irgendwo hinhängen möchte mit dem tollen Karabiner. Aber da der ja auch so ein schönes altes Lederband hat, benütze ich den ehrlich gesagt auch ganz gerne. Die sind auch gebraucht zu kriegen für ein Apfel und ein Ei. 3, 4, 5 Euro, keine Ahnung, wirklich nicht viel Geld. Und oder noch weniger, ich weiß nicht. Also wirklich kosten quasi nichts. Machen Freude, mir zumindest. Und ja, aufschrauben kann man sie auch. Und dann gibt es noch mal eine kleine Besonderheit. Das kennt man vielleicht sogar noch von der Bundeswehr. Da drin ist ein Gummi, das zur Dichtung dient. Das dichtet auch. Ja, aber das lässt sich halt eben aus dem Deckel rausnehmen, damit es besser trocknet. Musste früher auch separat, bei der Bundeswehr-Trinkflasche war das eben auch so, da musste das Gummi auch immer separat gelagert werden und später auch ja mitgenommen werden, wenn irgendwelche Märsche oder was weiß ich was anstanden. Und es wurde auch kontrolliert, ob auch ja jeder sein
Flaschengummi, seinen Deckelgummi, Dichtungsring, wie auch immer man das nennen möchte, in seiner Flasche denn auch drin gehabt hat, um dann eben erfolgreich nicht unterwegs Wasser zu verlieren. Ja. Ja, ist aus heutiger Sicht nicht unbedingt besonders Hightech, aber das war halt damals so. Und das ist also ganz eindeutig eine Flasche, mit der man Spaß haben kann, die man vielleicht lustig findet, weil halt eben historisch sie ist sicherlich nicht die effizienteste. Und ich sehe auch keinen wirklichen großen Vorteil in dem Teil, außer durch diese Hülle, wenn man die nass macht an heißen Tagen. Ja, wirft die Flasche mit Samthülle meinetwegen irgendwo ins Wasser und mit der Hülle bleibt die dann sehr lange nass und dadurch, dass die aus Metall ist, kriegt man damit sehr lange sehr kühles Getränk oder alternativ, wenn du heißes Getränk einfüllst, wieder durch die Isolationshülle, bleibt das auch sehr, sehr lange warm. Es ist jetzt keine Thermoskanne, aber Stunde, wenn man wirklich was Heißes einfüllt, heißen Tee oder sowas, eine Stunde ist der danach auf jeden Fall noch so warm, dass man merkt, man trinkt was Warmes. Also wenn man eine Stunde spazieren geht und meinetwegen nach 40 Minuten oder was ein Päuschen einlegt, dann hat man auf jeden Fall noch was Heißes zu trinken. Und dafür kann die dann ganz witzig sein. Ja. Geht natürlich mit modernen Thermosflaschen und so weiter und so fort auch alles klar, gar keine Frage. Aber ja, ist lustig und macht Spaß. Ja, der Vollständigkeit halber, es gibt natürlich auch noch Trinksysteme mit Trinkblasen, die man im Rucksack befestigt und dann ist da so ein Schlauch dran und dann kann man da draus nuckeln. Gibt es, hatte ich einmal, habe es nach relativ kurzer Zeit kaputt bekommen bzw. versaut, weil ich der Meinung war, man kann da vielleicht ja was anderes als Wasser einfüllen. Nein, kann man nicht. In die Dinger wirklich nur Wasser. Wasser, Wasser ausschließlich, Wasser, niemals was anderes als auch nur irgendwie ansatzweise Wasser mit Multivitamintablette reingeworfen oder ähnliches. Nein, 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 nein. Verklebt sofort, ist super schwierig zu reinigen und gibt auch viele Leute, die mir inzwischen auch auf Tour erzählt haben, die so ein Ding dabei hatten. Und darauf schwören und das super praktisch finden, weil sie nur so genug trinken. Und das ist allein ist natürlich ein Wert an sich, der alles andere übersteigt. Und wenn ihr sonst nicht genug trinkt und so trinkt ihr genug, dann klar, dann braucht ihr so ein System. Gar keine Frage, überhaupt kein Thema. Aber die haben sich davon wirklich relativ häufig ein neues kaufen müssen, weil es halt dann irgendwann doch verranzt ist und nicht wirklich sauber zu bekommen ist. Gibt es alle möglichen Tabletten, die man da reinwerfen soll, so gebissreinigerartige Tabletten, die das dann ausschäumen und dann soll es wieder schön sein, hat aber oft nicht funktioniert, nach dem, was die da so erzählt haben. Aber ja gut, man kann halt wirklich ständig was trinken. Nachteil, man weiß nicht, wie viel man trinkt. Irgendwann ist Wasser alle. Das kann eine Rolle spielen. Also wenn man nicht unendlich Wasser dabei hat, ist das vielleicht ein Problem. Und ich mag die einfach nicht von der Haptik her. Ich möchte, wenn ich was trinke, möchte ich gern wirklich stehen bleiben, zumindest mal das, wenn nicht mich sogar hinhocken, möchte meine Flasche mehr oder weniger umständlich hervorkruscheln. Wenn ich sie gleich direkt griffbereit habe, ist das schön. Wenn ich sie erst aus dem Rucksack nehmen muss, dann muss ich sie halt erst aus dem Rucksack nehmen. Das ist dann auch in Ordnung, komme ich auch mit wunderbar zurecht. Auf ganz langen Touren ist es irgendwann mal nervig. Das ist schon schön, wenn man eine Flasche hat, die man irgendwie außen am Rucksack erreichen kann. Und dann will ich wirklich einen kurzen Moment genießen, Landschaft angucken, wo ich gerade bin. 1, 2, 3, 4, 5 Schluck trinken. Und dann machst du das Ganze wieder zu, packst zusammen und gehst weiter. Ja, also das ist für mich jetzt nichts. Ich muss nicht 4 Stunden am Stück durchlaufen und nur anhalten müssen, wenn ich dann irgendwann mal Wasser ablassen muss. Zum Wasser auffüllen darf man durchaus auch mal stehen bleiben. So, also ich mag die nicht, diese Trinksysteme. Das heißt aber nicht, dass die deswegen schlecht sind. Und ich hatte ja eingangs schon mal erwähnt, ich kann hier nur quatschen über Dinge, die ich besitze und zu denen ich was sagen kann. So ein Trinksystem. Aus genannten Gründen mag ich die einfach nicht. Aber die können trotzdem ganz großartig sein, wenn man damit halt was anfangen kann. Ja, ich habe da noch eine Mütze unterm Hut, das sieht blöd aus, ich weiß, aber ist halt jetzt so. So viel dazu. Bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.